Keller. Bis es draussen wieder so richtig grün wird, geht schon noch ein Zeitchen. Ganz auf eine grüne Umgebung verzichten muss man wegen dem aber nicht. Mehr als nur ein Ersatz sind nämlich die dekorativen grünen Pflanzen aus aller Welt, die Ihnen unsere Blumenabteilung jetzt zum halben Preis offeriert. Viel Freude machen die Pflanzen, wenn man einen Standort gönnt, wo sie sich wohlfühlen. Am besten also ein Platz ohne Durchzug, mit viel Licht, aber ohne direkte Sonne. Oft im Licht, nämlich im Rampenlicht auf der Bühne, sind auch unsere heutigen Gäste. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Geschwister Biberstein. Seit 25 Jahren seid ihr erfolgreich unterwegs. Margret und Ruth, was war in euren Augen euer grösstes Erlebnis? Da gibt es viele grosse Erlebnisse, wir zählen sie schon gar nicht mehr. Aber eines der schönsten ist sicher unsere Teilnahme am Grand Prix der Volksmusik 1988 in Zürich, wo wir den dritten Platz erreicht haben. Zum Jubiläum habt ihr eine neue CD herausgegeben mit den schönsten Melodien aus Schweizer Filmen, Musicals und Radiosendungen. Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? Also wir sind natürlich jetzt vor allem mit unserer brandneuen CD unterwegs und machen unsere öffentlichen und privaten Auftritte. Nicht nur gemeinsam singen, sondern auch gemeinsam kochen macht Spass. Und der Armin, der freut sich schon jetzt auf den gemeinsamen Auftritt. Richtig, es gibt nicht Topfpflanzen, sondern Brüsseler Salat mit Orangen und Lammfiletstreifen. Grüezi miteinander. Salut Margret. Salut Armin. Salut Ruth. Salut Armin. Die Lammnierstückli mit einer Marinade aus Senf, Geien, Knoblauch, Orangensaft und Olivenöl bestreichen und eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Der Brüsseler in Streifen und der Chicorino in mundgerechte Stückchen schneiden. Eine Orange heiß waschen und die Schale für die Soße abreiben. Dann in Filet schneiden und den Saft für die Soße auffangen. Den Brüsseler und den Chicorée mischen, anrichten und die Orangenfilet darauf verteilen. Das Fleisch aus der Marinade nehmen, gut abtropfen und im heißen Öl braten. Die Soße nach dem Rezept aus der Gop-Zeitung zubereiten und über einen Salat verteilen. Das Fleisch in Streifen drüber legen, leicht salzen und mit gerösteten Pinienkernen garnieren. Zu diesem Salat empfehle ich euch ein knuspriges Brot. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Einen guten Miteinander. Besten Dank, Ruth, Margret und Armin. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, wie heisst das System, das die Pflanzenpflege noch einfacher macht? Ceramis, Atlantis oder Oasis? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Ceramis. Und damit der EK-Scheck im Wert von 250 Franken gewonnen hat Frau Karin Frank. Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders euch, Geschwister Biberstein, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Pflanzen machen viel Freude, es kann aber auch Enttäuschungen geben, wenn sie zu nass oder zu trocken haben. Der einfachste Weg zu schönen Pflanzen heisst darum Ceramis, das komplette Pflegeprogramm für alle Pflanzen. Grüezi, Frau Flückiger. Guten Abend. Frau Flückiger, Sie sind Hobbygärtnerin. Mhm. Was ist der Vorteil von Ceramis? Ceramis ist ein natürliches Granulat aus porösem Ton, das Wasser und Nährstoff speichert wie ein Schwamm und der Pflanze immer so viel abgibt, wie sie gerade braucht. Das Umtopfen ist ganz einfach. Ein Topf mit einem Drittel Ceramis füllen, lose Erde vorsichtig abschütteln und den Wurzelballen reinsetzen. Dann mit Ceramis auffüllen, den Gießanzeiger in Wurzelballen stecken und mit der empfohlenen Gießmenge auffüllen. Mit Ceramis muss man also wesentlich seltener gießen. Und nicht jedes Mal jemanden aufbieten, wenn man ein paar Tage verreist. Vielen Dank, Frau Flückiger. Gern geschehen. Das war's für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen unter anderem, wie man besser und vor allem fit durch den Winter kommt. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiter in den schönen Abend und auf Wiedersehen.